Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, zu kaum zu glauben, das ist meine Arbeit. Ja, sowas bezeichne ich als Arbeit. Puzzle ist Arbeit. Für mich schon. Oh Mann, es sind auch so viele Strecken. Ja, theoretisch habe ich ja schon mehr erzählt, wie geschafft, aber trotzdem. Ich sehe immer positiv in die Zukunft. Es sind auch so viele Strecken. Sie sind nicht schwer, glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe, ihr habt jetzt gemerkt, wie die Strecke hier war. Big Bowl sieht nicht schwer aus und ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch nur Seitenteile, ne? Also, ja, haben wir. Ist mal die Perspektive umstellen. Ich sehe mich gar nicht. Oh, wir müssen ja nichts weitermachen als. Genau. Okay. Ich glaube, das ist ja richtig, oder? Warte, wir zoomen. Ja, dass ich den richtig hochpacken muss. Nein, man wird die nicht fertig gemacht, den Level. Ich bin so faul. Dabei ist die Map ja eigentlich echt nicht schwer. Ja, doch, ich dachte gerade so, hä, das passt ja gar nicht. Passt ja wohl. So, und genau das gleiche mit den anderen Dingern auch. Ah, mach ich diese komische Perspektive, na, das erkenne ich ja nicht mal wirklich. Aber wie die jetzt dran haben, nicht, dass ich nachher große Lücken habe. Den man auch hat. Das ist ja relativ unspektakulär, die Map hier zusammenzubauen. Ja, das ist wieder eins von diesen Dingern, die leicht zusammenzubauen sind. Ja, leicht zusammenzubauen zu meinen zu sind. Was für Deutsch. Aber eben, wo man einfach nur da gucken muss, eben, wie man die abfährt. Und dann gibt es nämlich einen Trick. Ich hab die extra der Trip heruntergeladen. Für die hätte ich jetzt theoretisch auch noch eine Bilddatei, wo ich erkennen könnte, eben wie ich fahren müsste. Aber ich habe das jetzt einfach mal mit Replay gemacht. Mal gucken, ob das bei der nächsten auch was bringt. Wenn ich jetzt schaffe, wenn ich jetzt noch weiß, wie es war. Dann drücken wir einfach mal auf diesen Button und dann gucken wir mal, ob wir fahren können. Ja, wir können fahren, das ist toll. Auch zu einer Richtung? Ja, okay. Das mit Synchronisieren muss ich mir auch mal irgendwelche bessere Möglichkeiten aussuchen. Ich störe das irgendwie schon selbst immer. Die Hupen und so. Eigentlich ist ja nichts anderes. So. Den einen Checkpoint da unten nicht besucht. Und dann einfach nur hier und dann runter. Und ich habe irgendeinen Checkpoint verpasst. Sehr gut. Welchen denn? Ungefähr hat er lieber gefahren. Ah, hier eins von den Enddingern oder was? Hier, das sind die ganzen Endcheckpoints. Ja, ich glaube, durch den einen Checkpoint ist er noch gefahren, ne? Ich dachte, den hätte ich mitgenommen. Aber habe ich den gar nicht mitgenommen. Da hier unten. Hä? Wo war denn der, hä? Ach, den da oben, genau. Den habe ich nicht mitgenommen, ne? Na. Die hier oben, hä? Also ist das hier? Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Das ist auch das Finish. Nochmal. Das übliche. Eine so leichte Strecke und trotzdem wegkriege ich sie wieder. So, wir müssen auch bis zum Ziel fahren. Guck mal, da ist der Start. Da ist das Ziel. Ja, das sieht nach Ziel aus. Deswegen kann man nichts anderes machen, als das Ding einfach mitnehmen. So, und dann durchs Ziel fahren. Guck mal, ist doch gar nicht so schwer. Wahrscheinlich reicht es aber trotzdem nicht für. Okay, für Gold. Nee, reicht sogar für Notlio. Kriege ich jetzt mehr Koppers? Koppers? Ist ja sowieso egal, ne? Weil ich brauche die nicht, ich brauche die nicht. Wo ist das Ziel? Hallo? Ziel? Da hinten ist das Ziel. So, was hat der Typ hier gemacht? Ich glaube, der hat nichts weiter gemacht als. Als so. So, dass er eben Geschwindigkeit hat, um nach oben zu kommen. Und dann. Komm, dreh mal hier die Kacke. Und dann die Plattform einfach hier oben so hingepackt, so eben, dass er da drauf weiterfahren kann und dann hier herunterfahren. Ich glaube, so war das. Probiert's aber aus. Denn die soll auch nicht schwer sein. Der lenkt wieder nach links. Ja, einfach nichts weiter als volle Power. Komm mal, klappt doch, super. Und durch die fahren. Tada. Hey, die ist eh nicht schwer.
Warum kann das nicht immer so einfach sein? Ah, bis ein Tunnel-Level kommt. Ich hasse Tunnel. Ja, okay, da ganz hinten ist das Ziel. Was habe ich nur? Ich habe nur einen Tunneleingang. Oh, Tunneleingang? Ich muss noch einen Tunnel umschalten. So, hier. Frage ist, was ist besser? Ist das, wenn du vorher Power-Dinger hast, ist das besser, oder wenn du nachher Power-Dinger hast? Da muss ja nichts anderes. So. Bist ja schon gerade durch. Jetzt kannst du die Power-Dinger nehmen. Und dann den Ausgang. Ganz easy. Aber das Problem ist bestimmt, dass ich so insgesamt zu langsam bin. Deswegen muss ich ganz am Anfang schon die Power-Dinger machen. Also die Geschwindigkeitsstreifen. Habe ich recht? Wenn ja, dann ist es die kürzeste Episode bis jetzt, weil ich habe mich nicht weiter darauf vorbereitet. Die nächste könnte ich ja theoretisch auch einfach probieren. Aber naja, dann wird das wieder eine von diesen Huren so Dingern bestimmt. Ah, nichts weiter. Das war's. Gold. Lol. Das ist echt schon Gold. Das glaube ich nicht. Das kann nicht schon Gold sein. Das ist Autor 1572. Ja, das kriegst du, indem du die Dinger einfach vorpackst. Lol, doppelt lol. Nee. 18 Sekunden habe ich und genau 18 Sekunden ist Gold. Lol. The Left Speeds. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Und wir sehen. Okay. Also, wir müssen irgendwie genügend Geschwindigkeit haben, sodass wir gegen diese Verlangsamungsdinger ankommen. Ja, reicht das? Habe ich theoretisch nicht. Außer ich würde auch irgendwo gerade ausbauen oder wieder zurückbauen oder irgendwie so. Wenig Bauteile, wenig Möglichkeiten. Naja, ich erinnere mich immer wieder gerne an dieses blöde Level mit diesen. Ich glaube, wo wir nur drei Bauteile hatten und einfach nur runterfliegen mussten. Und dann war es so, ja, okay. Die gehen auch nur für Sekunden, von wegen schnell. Okay, das ist recht schon nicht. Okay, dann mache ich das, was ich mir eben anders dachte. Was dachte ich mir denn? ja, genau, das hier war ja blopp. Hier ein bisschen geradeaus. Ich glaube, es war schon ein bisschen zu viel. Ja, aber er ist so gütig und nett und löscht das Ding. Da, ich habe auch gar nicht mehr von diesen Kurven. Naja, theoretisch ist es auch scheißegal. Ich könnte ja auf dem Grün fahren. Weiß gar nicht. Beschleunige ich auf dem Grün? Ja, aber ich glaube, ziemlich scheiße. Das geht nicht. Anders kann ich doch nicht bauen. Außer doch, ich kann zickzack mit meinen Geraden bauen. Das geht ja auch noch. Dass ich dann geradeaus durchfahren kann. Brauche ich die Dinger nachher, um dann wieder zurück zu gewinnen oder so? Scheiße, ich glaube, ich habe die Seite mitgenommen. Probieren wir nochmal. Ich glaube, ich habe ganz leicht die Seite mitgenommen. Und wenn ich mir das Replay angucke oder eben die Lösung dafür, dann denke ich mir wieder so, wann bist du doof? Du weißt schon, warum du keine Puzzles machst oder Spiele spielst. Deswegen, wenn ihr wollt oder könnt, könnt ihr mir auch mal einen Spielvorschlag machen. Ob ich ihn annehme, ist die zweite Frage. Aber ich sage es, der wird immer nur keine Puzzlespiele sein. Oh, ich darf den nicht löschen. Ja, das meine ich mit diesem Kreuz und Quer. Kreuz und Quer. Theoretisch kann ich es auch in die andere Richtung machen, ne? Kreuz und Quer in die andere Richtung. Nicht gut. Warte, genau so. Nee. Kreuz. Quer. Dann wäre hier. Ist ja ultra scheiße. Was mache ich denn hier für Mist? Dann den hier rein. Es klappt sogar irgendwie, aber das sieht richtig scheiße aus. Ich glaube, es wird trotzdem nicht, weil das ist bestimmt genauso beschissen wie das, was ich gerade hatte. Naja, versuch mal klug. Wie gesagt, wenn das nicht wird, dann werden wir wird. Nein, wir werden aufhören. Okay. Ja, das ist schon mal
Hier sage ich doch so richtig, ein bisschen. Oh, ich bin so schnell, 400 km/h, ja, das wird was. Stimmt, gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, die Scheiße einfach zu übergehen. Gut. Da das nicht klappt, werde ich jetzt doch nochmal eine Sache ausprobieren, die in meinem Kopf rumlungert. Und zwar, wir nehmen einmal die Nierde. Scheißen Dreck. Packen wir natürlich in die richtige Ecke. Dann. Ich habe gerade wieder einen Hänger. Was will ich denn jetzt? Jetzt in die Seite? Ja, ich habe gerade was in meinem Kopf gehabt und das ist jetzt auf einmal blum, zersprungen, weil ich es doch wieder vergessen habe. Eigentlich wollte ich jetzt nach rechts. Theoretisch. Mann. Theoretisch kannst du auch so einfach nach rechts. Aber wir haben 60 Blöcke. Ich brauche gar nicht das, was ich mir gerade ausgedacht habe. Wie gesagt, hier spare ich mir jetzt einen von den Dingern. Jetzt haben wir noch zwei. Ich glaube, es reicht nicht, wenn du hier nur geradeaus machst. Den irgendwie nach da packst. Wieso bin ich noch näher gekommen? Wie soll das gehen? Hier machen wir es doch mal wie ich es vorhin gemacht habe. Warte. Das heißt, den. War jetzt hier. Nein, da. Ich benutze trotzdem zwei. Ach nee. Nee, doch. Ja. Also. Das wird doch nichts, was ich hier mache. Ich sollte einfach aufhören. Hör auf, macht sowieso keinen Sinn. Ich hasse Puzzlespiele, Mann. Ich bin so mit meinen Gedanken hier drin in diesem Scheißspiel. Das sind sie bekommen. Ich brauche einfach nur genug Geschwindigkeit. Theoretisch könnte ich aber die ganze Zeit auf dem Grün hier rumfahren. Weil auf dem Grün machst du ja kaum Geschwindigkeit. Hier, ich will eigentlich nur den hier machen. Hier, so wie ich es von der anderen Seite bauen will. Da. Jetzt baue ich mich nachher nur hier ran. Das Problem ist eben, wie kriege ich das hin, ohne wirklich Geschwindigkeit zu verlieren, hier um die Ecke zu gehen. Hier können wir mal einfach mal den. Komm, ich muss auch von der anderen Seite kommen. Es geht sowieso alles nichts. Das sieht scheiße aus. Und das wird nicht funktionieren. Ich werde bestimmt wieder nur 400 km/h oder so drauf haben. Oder was es auch immer ist. Ich weiß nicht, ob das km/h ist oder Meile pro Stunde oder Kartoffeln. Äpfel. Ja. Ich gucke mir gleich das Replay an und ich werde mir den Kopf hinten auf den Kopf zerbröseln. Oh Gott, ey. Selbst wenn ich schaffen würde, ich glaube, da habe ich ja immer noch die Uhrzeit. Also die Zeit und ja, und die Mitschau. Oh mein Gott, ich bin sogar schneller. Ich vergehe die Wand. Da denke ich schon, ne? Es könnte vielleicht was werden. Vielleicht, ganz viel Glück, aber dann bin ich wieder so toll und fahre rutschend gegen die Wand. Ich vergessen habe, wie man diese Scheißkiste nochmal richtig lenkt. Passiert, wenn man lange keine Race-Strecken mehr fährt, sondern immer nur diese Müllscheiße von fucking Puzzle. Ja. 500, Minus, und es wird trotzdem nichts, okay. Ich sag ja, diese Map ist bestimmt einfach, die ist bestimmt einfach. Aber das findet ihr erst in der nächsten Folge raus. Fuck you, Piss-Mist-Strecke. Ich sage, die ist bestimmt so einfach, ey. Einfach irgendwie nur nach da gehen oder einfach nur geradeaus fahren. Nee, geradeaus fahren, wenn ich habe das nur mit den Kurven gemacht, das hat ja auch nicht gereicht. Da verliest du auch kaum Geschwindigkeit. Oder einfach gar nicht die Dinger benutzen, sondern, keine Ahnung, hier rüber fletschern. Das wird ja auch nicht gehen. Keine Ahnung, ihr werdet sehen in der nächsten Episode. Lebt wohl.